Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Learn to Xcode, Objective-C für Einsteiger. Und in diesem Video geht es weiter mit dem Thema Properties und wir wollen uns damit beschäftigen, was denn der Unterschied zwischen Strong und Weak ist. Das sieht man ja des Öfteren, dass Properties Attribute erhalten, da gehört also Non-Atomic dazu oder eben dieses Strong und Weak und Read-Only und was es da nicht alles gibt. Und wir wollen uns in diesem Video mit diesen beiden Attributen Strong und Weak beschäftigen. Das geht ein bisschen ins Thema Speicherverwaltung rein. Auch das wollen wir uns ein bisschen anschauen, damit wir verstehen, was da eigentlich passiert. Wir erstellen uns ein neues Projekt, wieder als Command-Line-Tool, nennen das Ganze Strong Weak, meinetwegen. Achten wieder darauf, dass wir Foundation und Automatic Reference Counting aktiviert haben, klicken auf Next und steigen in unsere main.m ein und löschen hier wieder unseren vorgegebenen Code weg. Ich beginne jetzt einfach mal damit, dass wir zwei Klassen erstellen und ich erkläre ein bisschen was dazu, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt eine Klasse und erzeugen jetzt aus dieser Klasse eine Instanz, also ein Objekt, dann müssen wir da diese Methode, diese Klassenmethode alloc aufrufen und wenn das Objekt dann da ist, dann die Instanzmethode init, damit wir mit dem Objekt arbeiten können. Und das ist uns alles bekannt. Dieses alloc reserviert also erstmal Speicherplatz. Das wissen wir auch. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, dass wir dieses Objekt, was wir da erzeugt haben und für das wir Speicherplatz reserviert haben, nicht mehr brauchen. Und was passiert dann? Dieses Objekt muss natürlich dann, wenn es nicht mehr gebraucht wird, wieder aus dem Arbeitsspeicher verschwinden, weil es ja da sonst unnötig Platz wegnimmt. Und unser Arbeitsspeicher ist ja begrenzt, also müssen wir da schon ein bisschen darauf achten, dass wir den nicht vollmüllen. Wenn also so ein Objekt nicht mehr gebraucht wird, muss es aus dem Speicher entfernt werden und da gibt es auch eine Methode und die heißt im Gegensatz zu alloc, dealloc. Und das ist also im Prinzip das Aufräumen. Damit wird der Speicher wieder freigegeben. Jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal in der Praxis an. Ich erzeuge jetzt einfach mal zwei Klassen. Und da markiere ich jetzt die main.m, rechte Maustaste New File und ich sage Objective-C Class. Und wir machen das mal so, dass wir hier zwei Klassen haben, und zwar die Klasse Hundebesitzer und die Klasse Hund. Das hat einen Grund, warum ich das jetzt mit Hundebesitzern und Hunden mache. Das seht ihr dann, wenn ich dann das mit dem Speichermanagement erkläre. Na, wie das jetzt zusammenhängen wird, macht euch mal keine Gedanken, lasst euch überraschen. Aber ich denke mal, man versteht es dann ganz gut. Also wir haben jetzt hier erstmal die Klasse Hundebesitzer. Und ist natürlich eine Subclass von NSObject. Create. Und direkt darunter, ich markiere jetzt die .m-Datei, mache ich ein neues File, auch wieder eine Objective-C-Class und auch wieder NSObject als Oberklasse und das ist die Klasse Hund. Also wir können jetzt Objekte erzeugen der Klassen Hundebesitzer und der Klassen Hund. Gehen wir erstmal hier in die Klasse Hundebesitzer.h rein, also wir sehen, das ist ein NSObject. Und wenn wir jetzt also hier eine Property anlegen möchten, dann müssen wir einfach wieder unser Property hier schreiben, Property, und jetzt sagen wir, der Hundebesitzer hat einen Hund. Das wäre also jetzt hier der Hund. Und da haben wir einen Pointer Hund. So, jetzt bekommen wir hier einen Fehler. Warum? Weil er natürlich hier diesen Hund nicht kennt. Wenn wir das uns anschauen, unbekannter Typ. Jetzt müssen wir natürlich sagen, ja, richtig, das ist eine Klasse, nämlich die Klasse Hund. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir importieren hier die Klasse Hund mit Import Hund, das wissen wir, oder was wir auch tun können, eine sogenannte Forward Declaration, indem wir sagen, hey, pass auf, es gibt eine Klasse Hund, die existiert. Und mehr musst du erstmal nicht wissen.
sei dir versichert, es gibt eine Klasse Hund und die wird auch irgendwo dann importiert, aber nicht hier, aber es existiert sie. Gib mir mal nur keinen Fehler aus, nur weil ich hier mit einer Klasse Hund arbeite. Also das hier verwendet man, solange wir also hier in der .h-Datei sind und sagen, wir deklarieren hier ein paar Variablen und da gehören auch Klassen dazu. Und solange wir aber mit diesen Klassen, also in dem Fall der Klasse Hund, jetzt nicht auf irgendwelche Methoden oder Variablen irgendwas zugreifen, genügt es dem Compiler, wenn wir sagen, es gibt eine Klasse Hund und mehr musst du nicht wissen. Zeig uns hier nur keine Fehler an. Also jetzt haben wir ja ein Property Hund. So ein Hundebesitzer hat also einen Hund vom Typ Hund. Wunderbar. Jetzt gehen wir in die .m-Datei rein und implementieren jetzt hier eine Methode, und zwar diese ominöse dialog-Methode. Und die sieht also so aus. Die wird dann aufgerufen, wenn also dieses Objekt, dieser Hundebesitzer, deallokiert wird, das Objekt nicht mehr gebraucht wird, dann wird es aus dem Speicher entfernt und dann wird diese Methode dealloc aufgerufen. Ist übrigens auch wieder eine Methode von NSObject, wie alloc auch. Also die ist jetzt hier im Prinzip nicht definiert, aber in der Klasse NSObject. So, jetzt gehen wir her und sagen, wir wollen einfach nur wissen, wann diese Methode aufgerufen wird, und dann machen wir uns einen NSLog-Eintrag und sagen hier Dialog von Hundebesitzer. Dann wissen wir, wenn also diese Zeile hier in der Konsole erscheint, dann wissen wir, die Dialog-Methode hier ist aufgerufen worden. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel beim Hund auch noch und sagen Hund ebenfalls ein NS-Object. Wir sagen, es gibt auch eine Klasse, die nennt sich Hundebesitzer. Die wollen wir hier einfach nur sagen, pass auf, es gibt eine Klasse Hundebesitzer, mehr musst du nicht wissen, ich will hier ein paar Properties deklarieren, die das nutzen, eben diese Klasse, aber mehr ist erstmal nicht so wichtig. Importiert wird der Hundebesitzer dann woanders. Das sagen wir dann hier mit dieser Klasse. Jetzt sagen wir hier, lieber Hund, du hast eine Property und deine Property ist natürlich der Hundebesitzer und der Hundebesitzer ist das Herrchen. So, jetzt hat auch der Hund seine Property Herrchen. Und auch hier gehen wir mal in die Dialog rein, beziehungsweise wir erstellen uns die. Also im Prinzip überschreiben wir die, denn die steht ja in NSObject und wir überschreiben die jetzt und sagen jetzt, wir wollen einfach nur wissen, wann wirst du aufgerufen? Dialog von Hund. Jetzt wissen wir, wann also hier der Hund deallokiert wird. Und in unserer main.m, da müssen wir natürlich jetzt, wenn wir mit den beiden Objekten, den beiden Klassen arbeiten möchten, müssen wir die importieren. Also dann holen wir die hier mal rein und sagen import Hundebesitzer und wir importieren hier auch den Hund. So, also bis jetzt ist, glaube ich, noch alles nachzuvollziehen. Wir haben zwei Klassen. Diese Klasse haben jeweils nur eine Property, jeweils hier einmal vom Typ Hund, heißt dann hier auch Hund, und der Hund hat eine Property, die heißt Hundebesitzer und die heißt Herrchen. Und wenn wir jetzt hier damit arbeiten möchten, dann müssen wir also nichts weiter machen, als die dann aufrufen oder erstmal erstellen. Wir machen aber noch Folgendes. Wir erstellen uns hier jetzt noch eine Funktion, wir deklarieren die hier. Also keine Angst, ich komme dann schon noch ins Detail und erkläre das noch genauer, was jetzt hier genau passiert. Also wenn es jetzt dem einen oder anderen zu unübersichtlich oder zu schnell ist, kein Problem, wir gehen das alles Schritt für Schritt nochmal durch. Ich baue hier erstmal nur das Gerüst auf, damit wir dann damit arbeiten können und damit es auch leichter verständlich ist. Also bis jetzt keine Panik, es wird alles noch erklärt. Ich mache jetzt noch eine Funktion, und diese Funktion, die nenne ich jetzt einfach mal Gassi gehen. Unser Hundebesitzer geht mit seinem Hund dann Gassi. Also machen wir hier Gassi gehen, und das wird also eine Funktion, die nichts zurückgibt und auch keine Argumente annimmt. Also ganz harmlose Geschichte. Jetzt müssen wir die hier noch implementieren und sagen hier also void Gassi gehen, so heißt die. Und
Da schreiben wir jetzt also rein, was wir tun möchten. Und wir möchten hier erstmal, wenn wir Gassi gehen möchten, brauchen wir erstmal einen Hundehalter. Also sagen wir den Hundebesitzer. Herrchen. Und dabei handelt es sich um den Hundebesitzer Alok und Init. Also das ist uns ja bekannt. So erstellen wir also unsere Objekte. Wir schicken der Klasse Hundebesitzer Alok, dann wird das Objekt erzeugt und Speicher reserviert, und initialisieren heißt, jetzt werden alle Instanzvariablen mit Grundwerten befüllt und dann ist dieses ganze Objekt erstmal gültig und dann können wir damit arbeiten. Jetzt erzeugen wir noch ein Objekt der Klasse Hund, denn der Hundebesitzer, der soll ja einen Hund haben. Ja, und den müssen wir dann zuweisen. Also werden wir einen Hund erstellen. Und diesen Hund nennen wir Fifi. Der Hund Fifi ist ebenso wie unser Hundebesitzer ein Hund, Alok, Init, und jetzt haben wir hier auch unseren Hund erstellt. Und wir wissen ja, unser Hundehalter, der hat eine Property, der Hundebesitzer hat die Property Hund. Und welcher Hund soll das sein? Fifi. Also müssen wir ihm das zuweisen. Wir sagen also jetzt, unser Herrchen.hund ist ja die Property, ist gleich Fifi. So, das haben wir jetzt also gemacht. Also wir haben ein Objekt Herrchen erzeugt, wir haben ein Objekt Fifi erzeugt und wir haben den Fifi dem Hundebesitzer als Eigenschaft hier zugewiesen. Unser Herrchen hat jetzt hier diesen Hund Fifi. Und wenn wir jetzt dieses starten möchten, dann müssen wir es also nur aufrufen, indem wir hier sagen, die beiden gehen jetzt Gassi. Und was wird da jetzt passieren, wenn wir das jetzt starten? Ja, wir werden wahrscheinlich nicht viel sehen, außer dass die beiden die Alok-Methoden aufgerufen werden. Das heißt, offensichtlich scheint es so zu sein, dass die Methode hier, oder diese, in dem Fall ist es ja eine Funktion, diese Funktion aufgerufen wird, es werden diese beiden Objekte erzeugt, es wird das hier zugewiesen, dann wird diese Funktion verlassen und dadurch, dass diese beiden Objekte nicht mehr gebraucht werden, werden die anscheinend aus dem Speicher gelöscht. So weit, so gut. Bringen wir hier noch ein bisschen Ordnung mal mit rein, indem wir sagen, bevor wir diese Funktion aufrufen, machen wir mal so ein NS-Log mit dazu, dann kriegen wir hier ein bisschen mehr eine Information, was hier von der Reihenfolge eigentlich passiert. Also hier, das passiert als erstes. Wir kommen ja hier rein und das ist vor dem Funktionsaufruf Gassi gehen. Also das wird auf jeden Fall vorher passieren. Dann kommt unser Gassi gehen. Und damit wir hier sehen, was hier passiert, machen wir auch hier ein NS-Log. Das müsste ja dann der Schritt 2 sein. Und es wäre dann der Beginn unserer Funktion von Gassi gehen. Machen wir mal so. Dann werden zwei Objekte erzeugt. Dann wird hier dieses Objekt dem Herrchen zugewiesen. Und wenn wir dann fertig sind, dann müsste hier der Schritt 3 kommen. Das ist also dann Ende von Gassi gehen. Und wenn dann das hier verlassen wird, dann müssten wir eigentlich wieder hier ankommen. Und das wäre jetzt, sage ich einfach mal, der Schritt 4. Das wäre jetzt die Reihenfolge, die man jetzt prognostizieren würde. Und das wäre dann nach dem Funktionsaufruf Gassi gehen. So. Und wenn wir das jetzt nochmal laufen lassen, dann sehen wir also von der Reihenfolge her, vor dem Funktionsaufruf kommt als erstes, dann springen wir in die Funktion rein, Beginn von Gassi gehen, wunderbar. Jetzt werden hier diese Sachen erzeugt, die allerdings keine Ausgabe erzeugen, aber sie werden gemacht. Dann kommen wir ans Ende der Funktion, Ende von Gassi gehen, und dadurch, dass wir jetzt diese Objekte nicht mehr brauchen, weil wir hier ja raus sind, werden bei diesen Objekten die Dialog-Methoden aufgerufen. Und diese Objekte werden aus dem Speicher entfernt. Der verbrauchte Speicher wird wieder freigegeben. Und dann landen wir hier, wenn das alles erledigt ist, nach unserem Funktionsaufruf. Und was hat das Ganze jetzt mit Strong und Weak zu tun?
Folgendermaßen, wenn wir hier jetzt in den Hundebesitzer reingehen und uns die Property anschauen, dann steht hier eigentlich unsichtbar, wir müssen das nicht schreiben, weil es ein Default-Wert ist, aber dann steht hier eigentlich drin Strong. Und was bedeutet dieses Strong? Also wir haben also unseren Hund. Stellen wir uns jetzt mal wirklich einen Hund vor. Und dieser Hund, der hat immer das Bedürfnis, wegzulaufen. Und das behalten wir jetzt einfach mal so im Kopf. Der Hund hat immer das Bedürfnis, wegzulaufen. Wenn wir jetzt allerdings sagen, wir haben hier dieses Wörtchen strong, dann können wir das genau so verstehen, als wenn wir diesem Hund eine Leine anlegen und sagen, lieber Hund, du gehörst mir, dich habe ich an der Leine. Du kannst nicht weglaufen, solange ich dich an der Leine habe. Ich habe einen Besitzanspruch auf dich. Das heißt also, unser Hundebesitzer hat ein Property Strong Hund, also einen starken Pointer auf diesen Hund und hat dann praktisch einen Besitzanspruch auf diesen Hund. Und solange wir diese Leine haben, solange wir diesen Hund an der Leine haben, kann der nicht weglaufen. Mit anderen Worten, solange ein Objekt den Besitzanspruch auf ein anderes Objekt hat, kann dieses eine Objekt nicht aus dem Speicher gelöscht werden. So, das haben wir also jetzt gemacht. Wir haben also jetzt hier eine Leine an dem Hund, die gehört uns, weil wir der Hundebesitzer sind. Wir sind nämlich das Herrchen. So, jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Es gibt auch noch ein Frauchen. Und es gibt vielleicht auch noch zwei Kinder. Und stellen wir uns vor, das Frauchen hat jetzt auch eine Leine auf dem Hund. Dann hängen an dem Hund jetzt zwei Leinen. Der Hund an sich, als jetzt als Objekt gesehen, der hat einen internen Besitzerzähler. Der weiß also, an wie viele Leinen er hängt. Wenn also jetzt nur das Herrchen seine Leine an diesem Hund hängen hat, dann weiß der Hund, ich habe einen Besitzer. Besitzerzähler ist gleich 1. Wenn jetzt das Frauchen auch noch ihre Leine ranhängt, dann weiß der Hund, dieses Objekt, Hund, hat jetzt einen Besitzerzähler von 2, nämlich ich gehöre dem Herrchen, ich gehöre aber auch dem Frauchen, denn beide haben eine Leine an mir dran. Und solange das passiert, solange einer dieser beiden so eine Leine dran hat, kann ich nicht weg. Kommen jetzt noch die zwei Kinder und machen auch noch jeweils eine Leine fest an diesem Hund, dann hängen an diesem Hund 4 Leinen. Er hat also 4 Besitzer, nämlich Herrchen, Frauchen und die zwei Kinder. Und er kann so lange nicht weglaufen, solange mindestens eine Leine vorhanden ist. Also jetzt nochmal hier vom Programmiertechnischen gesprochen. Wenn also ein Objekt mindestens einen Besitzer hat, kann dieses Objekt nicht zerstört werden. Erst wenn alle Leinen vom Hund gelöst werden, alle 4, die zwei Kinder machen die Leine los, das Frauchen macht die Leine los und Herrchen macht die Leine auch los, dann ist der Hund frei, er hat keinen Besitzer mehr und läuft weg. In dem Fall würde dann Dialog aufgerufen. Das ist also das, was jetzt hier in diesem Zusammenhang mit Strong passiert. Strong legt also einem Objekt die Leine an und sagt, du gehörst mir. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt sagen wir, wie wäre es denn, wenn der Hund auch wüsste, wer sein Herrchen ist? Also beziehungsweise wir stellen jetzt eine Beziehung zwischen den beiden her. Wir haben also hier den Hund. Wir wissen, hier steht ja eigentlich Strong. Das wissen wir. Auch wenn wir es nicht hinschreiben, steht hier von Haus auf Strong. Das können wir jetzt einfach mal so mit dazu schreiben. Das ändert jetzt erstmal gar nichts. Also wenn wir hier das starten, ist keine Änderung. Jetzt sagen wir, wir weisen diesem Hund ein Herrchen zu. Und sagen also, Fifi, dein Herrchen ist das Herrchen. Jetzt haben wir also gesagt, das Herrchen hat einen Hund, das ist der Fifi, und das Fifi hat ein Herrchen, ist das Herrchen. Und wenn wir jetzt das Ganze starten, dann sehen wir eine Überraschung. Die Dialog-Aufrufe sind weg. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, wir gehen hier zwar der Reihenfolge durch, vor dem Funktionsaufruf, dann springen wir hier rein,
Die Objekte werden erzeugt, werden die Eigenschaften zugewiesen und dann wird das Ende der Funktion erreicht. Aber was jetzt fehlt, ist, die Objekte werden nicht zerstört. Das heißt, die bleiben im Arbeitsspeicher. Keiner räumt hier auf. Was ist hier jetzt passiert? Und jetzt denken wir nochmal an die Leinen. Wir sagen also, wir haben eine Property Strong hier auf den Hund und der Hund hat eine Property Strong auf den Hundebesitzer. Mit anderen Worten, der Hundebesitzer sagt, ich besitze den Hund. Und der Hund sagt, ich besitze das Herrchen. Was natürlich jetzt nicht so toll ist, denn in der Regel ist es so, dass der Hund nicht sein Herrchen besitzt. Das Herrchen besitzt zwar den Hund, aber der Hund besitzt mit Sicherheit nicht sein Herrchen. In dem Fall ist es aber so. Wir sagen nämlich hier mit strong, wir haben einen Besitzanspruch auf den Hundebesitzer. Das bedeutet, der Hundebesitzer besitzt den Hund und der Hund besitzt das Herrchen. Wenn jetzt also, oder stellen wir es uns so vor, der Hundebesitzer hat eine Leine auf dem Hund und der Hund hat eine Leine auf seinem Hundebesitzer. Also der Hundebesitzer hängt auch an der Leine, nur die hält der Hund fest. Wenn jetzt also der Hundebesitzer seine Leine löst, seinen Besitzanspruch an dem Hund aufgibt, läuft der Hund nicht weg. Und warum? Ja, weil er selber noch die Leine in der Hand hält, indem er das Herrchen festhält. Da läuft er nicht weg, denn er sagt, mir gehört dieses Herrchen. Da gibt's nichts, was da zu entfernen wäre, weder ich noch das Herrchen. Keiner von uns geht, denn ich habe hier die Leine drauf. Umgekehrt, wenn der Hund die Leine durchbeißt und seinen Besitzanspruch an Herrchen aufgibt, wird auch nichts passieren. Denn er kann nicht weglaufen. Er hängt noch an der Leine vom Herrchen. Also von daher ist jetzt das Bild, das wir hier haben, beide besitzen sich gegenseitig und wenn diese beiden Objekte sich gegenseitig besitzen, dann können die aus dem Speicher nicht entfernt werden. Und jetzt, wenn wir mal hier wieder ins Programmiertechnische reingehen, spricht man von einem sogenannten Retain Cycle. Das heißt, dieser gegenseitige Besitzanspruch wird nicht aufgehoben. Wie können wir den jetzt auflösen? Den können wir dadurch auflösen, dass wir sagen, es gibt nur einen Besitzer. Und zwar der Hundebesitzer besitzt den Hund. Das haben wir hier festgelegt, indem wir sagen, strong, starke Verbindung, hier gibt es immer einen Besitzer. Wir haben einen Besitzanspruch auf jedes Objekt hier der Klasse Hund, das wir erzeugen und eben hier zuweisen. Dem Hund müssen wir jetzt aber sagen, pass auf, du hast auch eine Beziehung zu diesem Hundebesitzer, das ist dein Herrchen, aber vom Typ weak, du hast eine schwache Beziehung. Wie kann man sich die schwache Beziehung jetzt vorstellen? Die kann man sich so vorstellen, der Hundebesitzer hat seine Leine auf dem Hund, sagt also, ich habe den Besitzanspruch auf dich und der Hund sagt, ich habe hier einen Zeiger auf dich. Du bist mein Herrchen, das akzeptiere ich auch, dass du mein Herrchen bist. Ich sehe dich auch und weiß, du bist mein Herrchen. Allerdings habe ich keinen Besitzanspruch auf dich. Ich besitze dich nicht. Aber ich weiß, du bist mein Herrchen. Und wenn das Herrchen den Besitzanspruch aufgibt, dann gehe ich, weil ich ja offensichtlich hier nicht mehr gebraucht werde. Und wenn wir jetzt unser Programm ausführen, dann sehen wir, wird dieses Dialog wieder aufgerufen. Warum? Weil der Hund keinen Besitzanspruch durch dieses Weak mehr auf seinen Hundebesitzer hat. Also, was heißt es nochmal? Unterschied Strong und Weak. Strong heißt, wir haben einen Besitzanspruch auf jedes Objekt, das wir hier erzeugen. Und Weak heißt, ja, wir können auf dieses Objekt zeigen. Wir haben einen Zeiger drauf, das ist in Ordnung, aber wir besitzen dieses Objekt nicht. Und von daher kann es also nicht mehr zu diesem Retain-Cycle kommen. So, jetzt wollen wir mal weiter überlegen. Wann brauchen wir jetzt dann Strong und Weak? Es ist eigentlich recht einfach. Wir brauchen eigentlich immer Strong mit einer Ausnahme, wenn
zwei Objekte in gegenseitiger Beziehung stehen, wovon eines ein Elternobjekt ist und das andere ein Kindobjekt. Und in dem Fall ist es so, der Hundebesitzer ist das Elternobjekt und der Hund ist das Kindobjekt. Und ein Kindobjekt darf nie sein Elternobjekt besitzen. Und dann haben wir also den Fall, wenn wir diese direkte Beziehung zwischen Elternobjekten und Kindobjekten haben, dann haben wir immer vom Elternobjekt zum Kindobjekt strong und vom Kindobjekt zurück aufs Elternobjekt haben wir weak, eine schwache Beziehung. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal bei einer iOS-App vorstellen, stellen wir uns also vor, wir haben einen View. Und auf diesem View, also auf dem Display, sage ich jetzt einfach mal, ist ein Button. Und der Button wird angezeigt. Jetzt ist es so, dann haben wir also das Elternobjekt, ist das Display, der View, man spricht von einem View. Und der hat ein Kindobjekt, nämlich den Button zum Drücken. Und dieser View besitzt diesen Button. Der Button hingegen darf aber nicht den View besitzen, denn es gibt dann ein Problem. Wollen wir nämlich jetzt den View zerstören, weil wir sagen, wir brauchen den nicht mehr, der kann weg. Und es würde der Fall sein, dass der Button sagt, ich besitze diesen View. Dann passiert Folgendes. Wir wollen den View wegnehmen, der Button sagt, den kannst du nicht wegnehmen, den brauche ich noch, ich besitze den und solange es mich gibt, bleibt auch der View da. So, im umgekehrten Fall, wenn der View auch den Button besitzt und wir wollen den also wegnehmen, dann würde das im Prinzip auch nicht gehen, aus dem gleichen Grund, weil die sich unter Umständen gegenseitig besitzen. Der View besitzt den Button. Das ist in Ordnung, das darf er auch. Der Button darf aber nicht den View besitzen. Und von daher müssen wir darauf achten, wenn also so eine Beziehung besteht zwischen Eltern und Kind, dann immer dran denken, das Elternteil hat eine starke Beziehung zum Kind und das Kind hat eine schwache Beziehung zurück zum Elternteil. Also jetzt, das dürfte die Sache mit strong und weak einigermaßen erklären. Also bei strong immer dran denken an Hund und Herrchen. Sobald ich hier strong habe, dann habe ich eine starke Beziehung zu diesem Objekt. Das heißt, ich lege dem Hund eine Leine an und der Hund an sich darf mir aber keine Leine anlegen, denn er wird mich nicht besitzen, er darf mich nicht besitzen, sonst haben wir eben genau dieses Problem, dass die beiden Objekte nicht mehr aus dem Speicher befreit werden können. Beide können sich nicht voneinander lösen. Das muss aber möglich sein. Also, in den meisten Fällen haben wir es also dann, wenn zwei Objekte gegenseitig in Beziehung stehen, darf es nicht der Fall sein, dass sich beide Objekte gegenseitig auch besitzen. Ja, das war es gewesen zum Thema Strong und Weak. Ich hoffe, es war einigermaßen klar. Wenn es noch Fragen dazu gibt, einfach ins Forum schreiben. Und im nächsten Video schauen wir uns noch ein paar andere Attribute an, die es hier bei den Properties gibt. Und ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. In diesem Sinne, bis bald.